Grüß Gott. Podcast von Kirche Plus mit Emily und Lia. Halli, hallo, Gott, grüß und herzlich Gott. Willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Wir sind momentan bei Folge 6. Wow. Nee, 5. 5? Ja. Ich meine, es ist 5. Okay, mal gucken, was in der Folge steht. Ihr wisst es auf jeden Fall und wir nicht. Aber heute geht es wieder um einen ganz besonderen Teil unseres Podcast, und zwar um die Kategorie Tiefgraben mit. Und ich bin wieder dran und ich habe was vorbereitet für dich. Ich bin ganz gespannt. Genau, ich bin auch ziemlich gespannt, wie das so ankommt, bei dir vor allem, weil es ist jetzt nicht jemand oder, ja, ich sag mal jemand, den man nicht kennen könnte. Vor allem die Namen, die sind eigentlich, also ich, wisst ihr was? Ich fange einfach mal an. Ja. Okay? Ganz also, spannend. Die Folge heute, ihr wisst es schon, Lia nicht, heißt Tiefgraben mit Maria und Martha. Oh. Okay. Hoi. Maria und Martha. Die Namen kennt man ja. Ja. Jetzt ist nur die Sache, dass du es einmal einordnen musst, ich zwinge dich, in welchem Testament es steht und genau, ob die beiden ein Buch, also was du so deine Vermutung zu dem Namen, zu der Geschichte sein könnte oder ob du es weißt. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass die nicht selber ein Buch haben. Okay, ja. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob sie im Alten oder im Neuen Testament sind. Ich sage jetzt einfach mal Altes Testament. Okay. Nein, ich sage, das ist dumm, ich sage Neues Testament, weil die haben noch Jesus getroffen, ne? Richtig! Ja. Uiuiui, okay, cool. Ja. Also bevor ich jetzt hier richtig und falsch sage, würde ich gleich erstmal vorlesen und die beiden per Namen erstmal vorstellen. Also Maria und Martha, die Geschichte der beiden, es ist tatsächlich kein eigenes Buch, sind auch tatsächlich nur 4 Verse, die stehen in Lukas 10, 38 bis 42. Und bevor ich vorlese, habe ich jetzt schon gesagt, möchte ich einmal kurz die 2 Namen erläutern, was die heißen. Also Martha heißt Herrin, Gebieterin und Maria heißt die Widerspenstige, die Furchtbare. Die Fruchtbaren, nicht die Furchtbare. Die Fruchtbare. Sie ist nicht furchtbar, sie ist alles andere als furchtbar. Aber sie hat ihren eigenen Willen sozusagen. Das finden wir gleich auch schon so ein bisschen raus. Ich lese Lukas 10, 38 bis 42. Die Überschrift: Jesus bei Maria und Martha. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eins aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ja. Klingelt da was? Also kennst du das? Ich habe das schon. Ja. Also inwiefern kennst du das? So vom Gefühl, wie Martha sich gefühlt hat? Oder? Nein. Achso, nein. Ich meine jetzt erstmal, es geht noch um die Geschichte. Okay. Ja, ich habe die auf jeden Fall schon mal cool. gehört. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesem Slang Maria und Martha, da steckt voll was hinter. Und das ist ja jetzt dieser eine Besuch von Jesus bei denen. Und mehr wird auch nicht gesagt. Also damit endet halt das 10. Kapitel und dann geht es halt weiter mit Mark Lukas. Also das ist wirklich nur, also ich finde, man kann da relativ viel draus entdecken und ich habe mir auch einige Gedanken gemacht. Also es hat zwar ein bisschen gedauert, vielleicht denkt man sich jetzt so, aha, okay, weiter geht's, das war ja irgendwie nur so eine Geschichte. Aber ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht auch zu den einzelnen Personen, also weil die sich ja irgendwie gerade komplett unterscheiden. Also die haben gerade 2 unterschiedliche Charaktere, so wie es halt gar nicht gehen kann. Ne? Also manchmal, wenn man von Jesus hört, der jemandem oder einer Gruppe eine Geschichte, was heißt eine Geschichte erzählt, der Gruppe etwas erzählt, dann hört man ja, oh, alle hören zu, alle kommen mit. Und die beiden jetzt gerade unterscheiden sich ja wirklich. Und zu Anfang möchte ich jetzt erstmal auf diese 2 unterschiedlichen Charaktere zu sprechen kommen. Und ich möchte
dass du alles sagst, was du ergänzen möchtest, aber ich kann gerne einmal anfangen, was ich mir gedacht habe. Also ich glaube, Jesus sagt, dass, also nee, nicht Jesus sagt, sondern in der Geschichte, also oder in dem Vers steht, dass Maria sich aufmerksam zu Füßen von Jesus setzt und ihm aufmerksam zuhört. Aber ich finde, auch Martha ist aufmerksam, denn sie ist ja noch aufmerksam ihren Gästen gegenüber. Also Jesus ist da hingekommen, da war wahrscheinlich trotzdem was los und der ist wahrscheinlich einfach zu denen entweder nach Hause gegangen und die haben irgendwie neben der Gaststätte gewohnt oder weiß ich nicht, was die für Gäste hatten. Und Maria hat sich halt ihren Gästen abgewandt und hat sich Jesus zugewandt und Martha war ihren Gästen gegenüber aufmerksam. Ja. Und das, finde ich, darf man irgendwie nicht vergessen, dass Martha ja trotzdem ihren Gästen aufmerksam war. Genau, und dann ist mir noch aufgefallen, Jesus sagt ja so, ja, okay, Maria, Martha, calm mal down. Du bist gerade ein bisschen zu sehr so von wegen, hier. Und sie ist so besorgt. Und genau im Gegenzug dagegen ist Maria sorglos. Mhm. Also im Gegenzug zu Martha, obwohl beide aufmerksam ihrer Aufgabe gegenüber sind. Das heißt, Maria ist aufmerksam dem Besuch, das heißt Jesus gegenüber. Und Martha ist aufmerksam was sie immer tut, ihren Gästen gegenüber. Aber beide haben sowas von unterschiedlicher Herzenshaltung. Maria ist völlig sorglos, die sitzt da, hört Jesus zu. Hat sich wahrscheinlich da schon ewig drauf gefreut. Vielleicht war das ja geplant, wer weiß. Und Martha ist aber, obwohl sie das ja immer macht, so besorgt. Und das ist das halt, was Jesus gemerkt hat. So, hey, deine Schwester Maria, die hier sich vor mich setzt, die macht das mit einer ganz anderen Herzenshaltung als du. Also, und ich glaube, ich muss sagen, Martha war später trotzdem echt traurig, dass sie Jesus nicht zugehört hat. Aber dazu kommen wir später. Genau, und dann kann man das so ein bisschen so in Worte fassen, also so, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Sie sagt, also das sagt ja so ein bisschen aus, dass man Zeit für das haben soll, was wichtig ist und mit anderen Sachen aufhören kann. Mhm. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie lernen. Voll. Also, das geht ja nicht. Voll, von weil jetzt auf gleich. Ich finde, Zeit ist generell so ein Ding, was einem ganz viel Stress irgendwie bereiten kann oder wo man sich heftig stressen kann. Und da dann eben, so das Richtige zu finden, ist schon auch, glaube ich, schwierig. Ja, und vor allem auch selber zu wissen, wo mache ich jetzt die Abzweigung? Und obwohl man andere sieht, die das anders handhaben. Okay, Maria hätte auch Gäste gehabt, aber hat sich zu Jesus gesetzt. Martha macht das aber anders und sagt, ich habe Gäste und deswegen gehe ich nicht zu Jesus. Ach. Ja. Und da ist mir dann halt so das so ins Auge gekommen, dieses, dass das Böse einem Zweifel einflößen möchte. Und das ist, glaube ich, das passiert nicht nur, wenn Jesus vor dir steht, sondern das passiert ja auch im einem selber so häufig, dass das Böse so sagt, entweder, ach, du kannst das nicht, oder auch jetzt mal ganz von diesem weggenommen, von wegen, ich höre Jesus zu, sondern generell für mich, ich habe Zeit dafür, was Gutes zu tun, was Richtiges zu tun. Das Böse sagt, du kannst das nicht, oder meine bösen Gedanken sagen, du bist schon mal gescheitert. Und sich davon halt zu lösen, ist so schwer. Voll. Und weil sie hat ja, also Martha hat ja eine Verantwortung, und die dann einfach aufzugeben, das ist jetzt natürlich im übertragenen Sinne für mich heute, finde ich, gemeint. So, natürlich war meine Gäste lasse ich dann, also natürlich habe ich jetzt keine Gäste, die ich stehen lasse und gehe zu dem einen richtigen Gast. Aber im übertragenen Sinne kommt es ja darauf an, so gehst du eher der weltlichen Welt entgegen, der weltlichen Bevölkerung entgegen oder Jesus entgegen. Ja, und ich glaube, manchmal hat man aber gar keinen Blick dafür, was jetzt gerade das Richtige oder das Falsche ist, so wie es ja bei Martha ist. Also sie denkt sie ist ja so, hey, ich mache das Richtige, warum macht meine Schwester das nicht auch? Und sie bittet ja sogar Jesus darum, sag ihr, dass sie mir helfen soll. Genau, genau. So. Und für Maria ist ganz klar, okay, jetzt gerade ist der Zeitpunkt, wo ich genau das machen muss, wo ich mich mit Jesus zusammensetze und wir reden. Ja. Und ich glaube, das ist aber super schwer, weil jeder so seine eigene Definition von das ist gerade dran oder das ist das Richtige hat. Und da dann eben so ein Mittelmaß zu finden, ist schon schwierig, glaube ich. Ja, voll. Und ich denke, die Entscheidung war für beide. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung Maria
einfacher fiel, da wird jetzt ja gar nichts so gesagt, und Maria so richtig gesagt hat, ey, klar setze ich mich zu Jesus, und Martha so, ah, gehe ich zu Jesus, oder? Mhm. Also das, da wird ja gar nichts gesagt, ob es dem einen schwerer fällt als dem anderen. Aber wenn man sich jetzt diese Situation so im übertragenen Sinne, wie mit Bibellesen, als wäre Jesus Bibellesen, und gehe ich dann mal dem Bibellesen nach oder doch eher mein Schulhaus, meinen Hausaufgaben, ja, meiner Freizeit, irgendwie sowas, ob man sich dann da irgendwie wiederfinden kann und wem man sich eher zuordnet. Mhm. Weil das sind ja jetzt sozusagen diese Beispiele, natürlich sind es Schwestern, aber ich finde, man kann das super gut mit sich selber. Also als wäre eine Seite von einem Maria und die andere Martha. Ja. Ja, so wie früher in Filmen, so man hat so zwei Personen auf den Schultern, und die eine sagt einem das, die andere sagt einem das. Genau. Und so ist, man hat so zwei Seiten. Ja, genau. Und jetzt ist nur die Frage, zu wem du dich, wenn du das jetzt gerade hörst, so zuordnen würdest. Oder jetzt gerade in deinem Leben, oder ob du sagst, ach, da gibt es einfach nur das Mittelmaß, oder ich bin auf jeden Fall Martha, ich bin auf jeden Fall Maria. Hast du da irgendwie eine Tendenz? Also ich finde es schwierig, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, sagen, eher Martha. Okay. Eher denken, okay, irgendwie habe ich gerade super viel zu tun. Oh, und, und ist dann schon auch so, dass dann eben andere Sachen, wie zum Beispiel Bibellesen, mal zu kurz kommen. Ja. Und würde ich es schon eher sagen. Aber ich glaube, das kann auch ganz abhängig von den Lebensumständen immer sein. Also je nachdem, wie viel man so zu tun hat, denkt man vielleicht, okay, jetzt ist das auf jeden Fall wichtiger, und man vernachlässigt dann vielleicht eben, ja, ich will nicht sagen den Glauben, aber halt so dieses Glaubenleben. Oder so oder, für sich selber auch, genau, den Glauben. Oder leben. Man hat halt so ein High, sage ich mal, und stellt alles andere dahinter. Ja. So. Ich sehe das ähnlich. Also zum Beispiel auf der Bibel-App fange ich häufiger mal Lesepläne an. Mhm. Die ich dann nicht zu Ende mache. Ja. Also, das hört sich gerade so an, als wäre mir das dreimal passiert. Das ist mir schon häufiger passiert. Aber weil das häufig vielleicht auch so ist, ja, jetzt gerade nicht. Und dann vergesse ich es wieder. Oder weil, ach ja, jetzt bin ich ja gerade im Bus, jetzt könnte ich das machen. Dann mache ich das einen Tag mal. Und die nächsten drei Tage bin ich aber nicht im Bus. Ich sitze eigentlich nie im Bus, aber das ist nur ein Beispiel. Da mache ich das dann halt irgendwie nicht. Und Ich glaube irgendwie für mich, natürlich kann man Bibel lesen, so wie in so einem Bibelleseplan, 5 Minuten am Tag. Aber ich glaube, manchmal ist es für mich eher so, ich setze mich eher richtig gerne hin und nehme mir dafür eine halbe Stunde Zeit. Irgendwie so, das ist so ein bisschen, ich morgens gerne auch sozusagen, so um den Tag zu starten mit einem schönen Gebet oder so. Ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das braucht eher so, obwohl das irgendwie komisch ist, Planung. Mhm. Also, dass ich sage, ich kann das gar nicht so ungeplant machen. Und deswegen würde ich auch irgendwie eher sagen, ich würde mich Martha zuordnen, weil sie hatte diesen Tag geplant. Ja. Also sie hat gesagt, ja, ich hab hier meine Leute, die ich beherbergen muss. Und jetzt kommt dabei Jesus. Das passt mir gerade nicht. Also, ne, das passt mir gerade einfach nicht. Und im Nachhinein sitzt man am nächsten Tag da und denkt sich, ich hatte da doch diese 10 Minuten oder irgendwie so. Und deswegen würde ich auch sagen, Martha, aber natürlich, irgendwie wäre man gerne Maria. Ja. Oder man will alles dran setzen, Maria zu sein. Und wie du gesagt hast, vielleicht an manchen Tagen ist man auch Maria. Ja. Also, ich glaube, man kann gar nicht pauschal sagen, ich bin der. Genau. Oder ich stimme dem zu. Natürlich ist man, wie gesagt, gerne Maria. Aber ich denke, Martha zu sein, ist auch cool, ist, in einer gewissen Weise. Ja, also, genau so. Sie ist ja trotzdem so, hey Jesus, hilf mir. Oder, ne, und dann, wenn Jesus dir dann die Antwort gibt, hey, viel besser, als hättest du ihn gar nicht gefragt. Ja. Ja, also, schon ein interessantes Thema. Ja. Das mit den Bibelleseplänen kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Also ich habe das auch, ich habe das Gefühl, ich brauche Struktur, um oder Routine einfach, um wirklich dran zu bleiben. Und wenn ich mir sozusagen vornehme, okay, ich lese immer abends im Bett einen Bibelleseplan, dann klappt das 3 Tage. Und dann gehe ich einen Tag später ins Bett und bin dann schon richtig müde und denke dann, gut, wenn ich das jetzt lese, dann nehme ich davon nichts mit, weil ich dabei vielleicht sogar einschlafe, so ungefähr. Und dann ist man halt schon raus. Ja. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, oft bei mir so das Problem, wenn es darum geht, dass man sich dann eben anderen Dingen mit mehr Zeit dann eben widmet. Und da auch irgendwie diesen, wie heißt das,
da halt dran zu bleiben. Ja. Das ist halt, glaube ich, auch, das muss man irgendwie, natürlich, ich will das auch. Aber irgendwas hält einen dann ja von ab. Und das ist halt nochmal dieses Böse, was dir Zweifel einflößt. Ja. Und dagegen muss man halt einfach wirklich, glaube ich, ankämpfen. Also das ist einfach ein Kampf, ein innerlicher Kampf, eine Überwindung, alles andere, was es gibt. Zum Beispiel haben wir mal einen 365-Tage-Jahres-Leseplan gemacht. Und boah, wie lange habe ich das gemacht? Für 2 Tage und dann eine Woche nicht. Und dann muss ich es nachholen irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, ob das über... Also das ist hier in einem Jahr die Bibel entdecken. Und das sind dann irgendwie... Boah, 5 verschiedene, aber das war mir auch irgendwie, ich glaube, der Plan hat mir einfach nicht so gut gefallen. Mhm. Weil das war dieses einmal aus Mose lesen, ach, dann lesen wir jetzt mal Lukas und dann mal, also es war mir so ein bisschen so durcheinander irgendwie. Und durch die 100.000 Bücher von Mose sich durchzuwälzen, ist ja auch erstmal eine Nummer. Aber deswegen, vielleicht ist es ja deswegen so cool, dass man trotzdem an dem gleichen Tag noch irgendwas von Judas lesen kann oder irgendwie so. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin ganz gespannt. Einmal kurz für euch als Erklärung. Emmy und ich haben letztens beide das gleiche Buch geschenkt bekommen. Ja. Und zwar geht man da durchs Neue Testament. Ich weiß gar nicht, ob man im Endeffekt das ganze Neue Testament gelesen hat. Auf jeden Fall ist das auch durcheinander. Nicht nach der Reihenfolge, aber es werden immer 3 Fragen zu dem Abschnitt gestellt, den man gerade gelesen hat. Ja, man liest sozusagen immer ein Buch durch und dann kommt ein nächstes. Ja. Und das erste Buch war eigentlich das dritte im Testament. Ja. Im Testament. Und dann kommt das letzte oder so. Also genau, das ist bunt gemischt. Glaube ich, also ich habe so, als ich da reingeguckt habe, dachte ich, boah, ich finde das richtig cool. Mhm. Und ich glaube, ich möchte das jetzt auch mal anfangen, das dann eben zu machen. Ja, ich habe das angefangen tatsächlich. Uns wurde das mit dem kleinen Hinweis gegeben, vielleicht hilft euch das ja beim Podcast. Das hat mich irgendwie sehr gefreut. Aber genau, ich habe das mal angefangen. Und ich muss tatsächlich sagen, also auf der linken Seite sind halt immer, oben steht drüber zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Bibelbuch und dann Kapitel 1, Vers 1 bis 20. Und dann sind da 3 Fragen zu. Und dann muss man sich das halt durchlesen und dann auf dem Buch stehen dann halt die Fragen. Ich hatte wirklich, und dann auf der rechten Seite, wenn man das aufgeklappt hat, ist halt auf der rechten Seite nur karierte. Du hattest bestimmt Platzprobleme, ne? Ich hatte so Platzprobleme. Und ich habe trotzdem klein geschrieben. Ja. Also irgendwie war das für mich so, also ich musste mir echt, also das war echt schon ein bisschen zeitaufwendig, weil man, ich habe nicht einfach direkt die Fragen beantwortet, das war irgendwie kompliziert, da musste ich mich da schon Gedanken zu machen, das war cool, also das war, ich habe mich richtig mit der Bibel beschäftigt oder mit der Bibelstelle, aber das war mir zu wenig Platz und dann dachte ich so, ja, mache ich jetzt, dass ich, weil dann hat man ja für jede, sozusagen jede Frage immer einen bestimmten Platz. Es ist, glaube ich, auch einfach cool, wenn man sich die Gedanken macht und nicht immer aufschreibt. Ja, das muss man ja gar also, nicht. Also genau, und da dachte ich so, ey, eigentlich sollte man da keinen Stress zu haben, eigentlich sollte man da Spaß dran haben, so ungefähr. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall was Cooles. Das, wie heißt das Buch? Also hat das einen richtigen Namen? Das heißt, das, also, warte, Read das ist it. Vom Read It und dann NT fürs Neue Testament und das ist vom Rigatio Verlag. Ja. Das sieht einfach aus wie so ein braunes Notizbuch, ne? Ich dachte auch erst, dass das so ein Notizbuch von Rossmann ist. Oh, nice. Und dann war es so, hey, wie cool, das ist so ein... Also ich hätte mich auch über ein Notizbuch von Rossmann gefreut, gar keine Frage. Aber dann habe ich gesehen, dass das sowas richtig Cooles ist. Ja. Also sowas, solche Geschenke gefallen mir sehr gut. Nein, ja, mir auch. das ist irgendwie so, ja, macht euch... Irgendwie natürlich ist es auch so ein, hey, nimm dir Zeit dafür, weil warum sollte man sowas machen, wenn es schon die Bibel gibt? Also weißt du so ungefähr, es gibt die Bibel, in der man 1000 Sachen lesen kann, über die man sich 1000 Fragen machen kann, aber so richtig verstehen macht man es ja erst, wenn man sich Gedanken macht, wenn man alles aus... Ich musste zum Beispiel hier zu der Stelle, habe ich am Anfang gelesen, wie gesagt, da dachte ich mir, okay, nächste Geschichte, so ungefähr. Mhm. Weil es war irgendwie nur so eine Geschichte. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, welche Fragen könnte man sich stellen, kann man das auf sich beziehen? Und häufig denkt man sich so, was hat das jetzt mit mir zu tun? Wenn Maria zu Jesus geht und Magda Marlene. Und trotzdem, wenn man sich wirklich Gedanken macht und wenn einem schon diese Fragen vorgegeben sind, wie in diesem Buch, dann ist das ja eigentlich so einfach. Man muss es nur haben. Und man muss nur die Zeit dafür haben. Und ich glaube, das ist das Problem viel. Ich glaube, es ist halt so, dass man so viel Möglichkeiten hat, seinen Alltag zu füllen. Und ich dann bin immer gar nicht darauf klarkommt, gar nicht darauf klarkommt, was man alles in den Tag packen will. Oh ja. Und dann ist man irgendwie müde vom Serien gucken. Also das sind, keine Ahnung, es sind halt so viele Sachen, die irgendwie
einen im Alltag ja schon auch davon ablenken können, was man eigentlich machen will. Ja. Und da guck mal, du hast jetzt ja einen neuen Kalender, ne? Von ja. September bis September. Oh, ja. Ganz schön. Hat sie sich selbst gestaltet. Alles ganz Leute, ich lieb's. Hast du jetzt das Gefühl, ich sehe sie häufig da drin schreiben, hast du jetzt das Gefühl, dass dir das deinen Alltagplan vereinfacht? Also es strukturiert, ich habe auf jeden Fall nicht mehr dieses in meinem Kopf, Hilfe, weil ich habe mir noch nie irgendwo Termine aufgeschrieben. Nicht ja. in mein Handy, ja, gar ja. nicht. Und Hilfe, wann ist das und das? Genau, nicht dieses Hilfe, war an dem Tag was? Ja. Ich weiß es nicht, dann muss ich erstmal drei Leute fragen. Oh, cool. Dann wissen die das auch nicht und dann komme ich irgendwo zu spät, weil ich vergessen habe, dass da was ist oder keine Ahnung. Und da hilft mir das auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Super. Weil man das eben irgendwie mehr planen kann und mehr Übersicht hat. Und ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Dinge schön schreiben und machen, ja. mit, also richtig mit Papier und so ein Zeug. Aha, also nicht hier drauf. Sozusagen. Auch, aber nicht immer. Aber ja. so, ich war so mit Stickern und so ein Zeug, ich liebe das. Und dadurch ist das irgendwie schon dann auch eine Freude, seine Sachen so zu planen. Ja, schön. Und ich glaube irgendwie, natürlich trägt man jetzt nicht einen 10 bis 12 Uhr Bibelleseplan. Also habe ich das Gefühl? Oder nee, macht nein. man das? Oder also, macht man das? Keine Ahnung. Vielleicht ja, ja. machen das manche bestimmt. Ich glaube, viele haben so, okay, ich stehe jeden Morgen im 8 Uhr auf und mach dann von 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr erstmal stille Zeit. Stimmt, so. Ja. Stille Zeit so finde ich auch irgendwie eine coole Bezeichnung dafür. Ja. Für mich ist das irgendwie so, stille Zeit ist natürlich, sagt voll was aus, aber ich glaube, ich brauche da einen anderen Begriff zu. Ich glaube, ich brauche da Abhängen mit Jesus. was machst du um 8 Uhr heute Morgen? Ja, da hänge ich mit Jesus ab. Sorry, ich kann nicht. Nee. Nein, aber. Ja, finde ich auch cool. Ich habe mich mit Jesus verabredet. Ja, gut, das ist natürlich mega, wenn man das irgendwie in seinen Alltag einbringt. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo hin will und um 9 Uhr seinen Wecker klingelt und dann halt man dann aufsteht, dann ist es ja so, oh, habe ich jetzt nicht eingeplant, in der Bibel zu lesen. Das muss ich, glaube ich, noch für mich den richtigen Weg finden, dass ich es aber trotzdem mache. Also ja. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Weg. So, steh um 8 Uhr auf, liest dann eine Stunde in der Bibel und dann betest du noch 5 Mal am Tag. Also ne, ich glaube nicht, dass es da den perfekten Weg gibt. Es solange man es möchte, ja. so ungefähr. Und es dann auch, halt auch irgendwie macht, weil irgendwie will man ja auch mehr erfahren. Und ja, jetzt haben wir zum Beispiel mehr über Maria und Martha erfahren. Und, richtig gut. Das hilft einem ja auch schon so ein bisschen, sich selber einzuschätzen. Also man muss ja nicht nur wissen, was muss ich machen, was kann ich machen, was darf ich machen, was darf ich ja. nicht machen, sondern wo stehe ich überhaupt gerade? Ich bin in einer Tour am Gehen, ich bin so müde. Es ist ja voll in Ordnung. und dass man dann so sich so auch sieht, okay, wo bin ich gerade, was kann ich noch verbessern? Und wenn man zum Beispiel ein Jahr zurückguckt, dass man sagt, ey, ich hatte mal das Problem, ich will jetzt nicht sagen, das Problem ist, eine Martha zu sein. Hm. Aber ich war mal viel zu sehr, zu 100% habe ich mich gefühlt wie Martha. Und ein ja. Jahr später hat man sich schon zu 50% gefühlt wie Maria. Ja. Und das ist ja schon mega, wenn man so ein Improvement auch an sich selber ja, sehen voll. Kann. Oder halt mit Leuten darüber spricht, ey, wie gestaltest du das? Und dann gibt er einem Tipps und dann ein Jahr später unterhält man sich und man hat voll was verändert. Oder ja. Also es heißt ja nicht immer, dass man was verändern muss. Solange man das halt möchte, kann man. Ja, oder ja, ja. soll man ja was verändern. Aber ich glaube manchmal, diese Überwindung ist so, so schwer. Und deswegen sollten wir so, so sehr dann nicht drauf hören, auf dieses keine Lust, keine Zeit. Das sind diese bösen Gedanken, ja. dieses Böse, was überwiegt. Dann, ich glaube, das überwiegt in der heutigen Gesellschaft so viel. Diese, nicht, ich will jetzt nicht sagen immer böse Gedanken, aber diese Gedanken, die einen davon abhalten. Total. Die einen überreden. Ja, verschieb das, mach das nicht. Ja. Du bist nicht gut genug, du kannst das nicht. Ja. Ey, no risk, no fun, sag ich immer. Ich habe noch eine Frage vorbereitet. Ja. Ich sehe gerade, wir haben die schon beantwortet. Aber vielleicht können wir ja mal so auf die letzten Zeiten zurückgucken oder so. Und zwar, denkst du dir auch manchmal, ich hätte gerne mehr Zeit für Jesus gehabt? Oder für ja, für eigene stille Zeit ist ja eine schöne Sache. Ja, schon. Ja. Also, ja, oder wobei nicht, ich hätte gern mehr Zeit dafür gehabt, sondern eher, habe ich mir die Zeit nicht genommen? Weil ich glaube, ja. im Moment, wo ich eigentlich ja nur Semesterferien habe ich auf jeden Fall genug Zeit dafür. Ja.
Aber manchmal ist es halt so, dass man sich denkt, warte mal, ich habe heute irgendwie war ein Durchhänger. So ja, ungefähr, ja, 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 ne? Klar. Also und schon, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass Martha sich richtig so gefühlt hat, nachdem nachdem Jesus weg war, ja, zum Beispiel, und sich so dachte, ey, meine Schwester wurde so gelobt. Dazu ja kommen wir gleich auch noch zu meinem Lieblingsteil aus diesen Versen. aber ich meine, man kann erstens nicht rückgängig machen und zweitens ja auch an sich arbeiten. Ja. Also wie wir eben schon gesagt haben, wenn man das wirklich möchte, dann lohnt es sich halt auch daran zu arbeiten. Und total, dann kann man das auch voll machen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht schlecht macht. Dass nö, man sich nicht, darum geht es ja nicht. Ja. Dann überwiegen ja wieder diese, ich glaube, dann ist es auch wieder, es wird auch viel von dem Bösen dir eingeflößt, von wegen, ach, du machst ja nichts. Ja. Und wenn man dem dann sich, dann zerfällt man denen. Ja. Also man ja muss einfach sagen, man darf nicht sagen, ich mache nichts, sondern ich möchte mehr machen. So einfach jeden ja Satz, den man sagen könnte, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich kann besser werden. Aber ich kann an mir arbeiten. Oder ja, was kann ich machen, damit ich mich selber genau besser finde? Genau, ja, oder ich kann das nicht, ich probiere es und wenn ich es nicht kann, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Oder ja, dann, ich habe andere Sachen. Oder, ach ja, ich habe das ja eh nicht gemacht. Ich kann aber an mir arbeiten, dass ich es mache. Oder ich kann mal überlegen, wie ich das einmal kann. Also irgendwie immer nicht diesen Satz oder diese Gedanken im negativen Sinne sehen, sondern im positiven Sinne sind, aber dann auch eine Antwort zu haben. Weil es bringt ja einem nichts, wenn man sich einfach nur sagt, ich arbeite daran. Oh, wollen gehe ich eigentlich einkaufen? Ja, so ja, ungefähr. Ja, ja. Also ja, das bringt ja nichts, wenn man dann diese Fragen unbeantwortet lässt. Also vielleicht das nächste Mal, wenn man denkt, warum habe ich das und das gemacht oder warum fühle ich mich jetzt so und so, das einfach zu einer positiveren Frage umwandeln und sich dann auch eine Antwort darauf suchen und dann handeln. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch richtig wichtig, dass man für sich selber auch viel tut und dann halt sich selber vielleicht mal als Maria einstufen kann. So, oh, ja. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsvers aus dem heutigen Bibeltext. Der Vers 42, falls du aufgepasst hast, ist der letzte. Okay, ich lese ihn einmal vor. Nur eins aber ist wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ja. Und ich finde, Maria kann man austauschen mit Emily, mit Lia, mit ja Josef, mit Peter. Mir geht es aber hauptsächlich darum, dass da steht, hat sich für dieses eine entschieden. Also, was wir eben auch schon ein bisschen angesprochen haben, wenn man sich dafür entschieden hat, dann ja kann mir das keiner mehr nehmen, dann kann mir das keiner schlecht machen, solange ich wirklich die Hoffnung habe, Jesus rettet mich ja und wirklich auch an Jesus glaube und dass man sagen kann, ey, das kann mir doch keiner mehr nehmen und schlecht machen. Das, dieser Fakt, der ist zu 1000% so cool und so gut. Was kann man daran schlecht machen? Ja, voll. Und auch, ich finde, das macht auch Mut im Sinne von, okay, jetzt habe ich mir heute mal keine Zeit dafür genommen. Ja. Trotzdem ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, denn mir ja kann, meine Entscheidung kann mir keiner mehr nehmen. Ja. Ich habe mich dafür entschieden. Ja. Und das finde ich richtig cool. Ja. Und ich glaube, dass natürlich ist das auch von Jesus so ein bisschen, ach, keine Ahnung, wie das von Jesus gemeint ist, verstehe ich glaube ich nicht. Aber nur eins aber ist wichtig und gut. Da will er vielleicht so Martha so einen Seitenhieb austeilen. Ja. Du hast dich heute nicht zu mir gesetzt. Aber er sagt ja trotzdem irgendwie, er macht sie ja nicht schlecht. Er sagt ja nicht, ja, da du dich jetzt um deine Leute gekümmert hast, bin ich sauer und wir sehen uns nie ja wieder. Ciao. Sondern er sagt ja, wenn du dich einmal entschieden hast oder wie sich Maria entschieden hat, genau das kann ihr keiner nehmen. Mhm. Und ich denke jetzt nicht, dass es um diese Entscheidung geht, zu Jesus zu gehen, zu dem Zeitpunkt, sondern einfach für immer ja zu Jesus zu gehen. Ja. Naja, das schön war auf jeden Fall, was ich schön fand. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich finde es richtig cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren ja mal voll die Frauen hier, ja, das erste ja Mal. Zwei Frauen. So dann auch noch zwei, ja. Ich hoffe, ihr kennt Maria und Martha jetzt noch ein Stück besser. Also vielleicht kanntet ihr sie ja schon. Ich denke, Tiefgraben wird sich eher so entwickeln, dass es nicht unscheinbare Charaktere aus der Bibel sind, sondern dass man einfach die unscheinbaren Seiten ja an den Leuten so Neues ein bisschen einfach raus erfährt oder genau andere Sichtweisen. Ja, ich meine, wir können ja auch mal Tiefgraben mit Jesus machen. Die Folge wird vielleicht ein Fünfteiler. Aber wenn man tief gräbt, dann findet man ja immer noch mehr, als man vorher kennt. Ja, und jeder hat natürlich auch andere, sage ich mal, Leute, die er kennt. Also manche sind vielleicht so, ja, oh gut, Maria und Martha sagen mir jetzt nichts, aber Habakuk, so, das ist mein Lieblingsbuch aus dem Also wisst ja ihr, was natürlich ich meine? Das kann halt alles sein. So. Ja. Dementsprechend, vielleicht ist das ja immer für irgendwen was Neues. So. Doch, ich denke auch auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, man muss ja auch nicht alle kennen. So ja. Maria sagt einem vielleicht eher was, weil man sie als Mutter von Jesus kennt. Ja.
Aber nicht, weil man sie in Zusammenhang mit Martha kennt. Ich würde mal weitergehen, und zwar zu den drei Fragezeichen. Möchten wir die einmal vorstellen? Also, die erste unser erstes Fragezeichen, ich glaube, ich kann sie immer noch nicht auswendig. Das ist ein bisschen peinlich. Wofür warst du in der letzten Woche dankbar? Ich bin genau heute dankbar, und zwar für Sonne. Oh, und auch Sonne. Gestern war auch so tolle Sonne. Ja. Richtig gut, dafür bin ich dankbar. Genau. Ich bin auch auf jeden Fall für gutes Wetter. Ich bin auch mal für schlechtes Wetter dankbar. Ich meine, unsere Pflanzen auf dem Balkon würden sich mal gutes Wasser wünschen. Mir fällt gerade ein, ich muss die Rechte noch gießen. Die habe ich aufgehört. Okay, also genau. Ich bin auf jeden Fall auch richtig dankbar für Wetter und auch einfach für das, was man jetzt machen kann. Wir haben ja gerade relativ viel Freizeit. Ja. Also wie du eben schon gesagt hast, Semesterferien oder beziehungsweise nichts zu tun. Und da kann man einfach noch mal mehr machen als sonst immer. Also wir schlafen auch gut aus, aber ja, man erlebt schon relativ viel. Ja. Ja, hast du irgendwelche Gebetserhörungen? Auf jeden Fall gibt es Gebetserhörungen, vor allem für andere, merke ich immer mehr, wenn man mal für was bittet oder auch für eine größere Sache und sich auch wirklich für eine lange Zeit was aufbaut, wenn man das dann erfüllt wird, dann ist es, ich finde das manchmal sogar schöner, als wenn man sich selber sowas erfüllen kann, wenn man merkt, okay, der Person geht es damit gerade so gut oder man erfüllt in einer Person richtig, also es erfüllt sich einfach richtig was und das ist irgendwie ja auch schön zu sehen. Hast du denn noch Gebetserhörungen? Ja, eigentlich auch vieles so, was mit Events zu tun hat. Also zum Beispiel, dass die Tanzing-Show bald stattfinden kann, da freue ich mich schon drauf. Oh, ich freue mich auch. Dann, das stand so ein bisschen in der Schwebe, ob ich in Urlaub fahren kann, das steht jetzt eigentlich auch fest. Ja, mega schön. Und das schön. Sind so Sachen, die, da bin ich richtig, richtig glücklich drüber. Ja, das stimmt. Tenzing Show ist am 19.8. She never will make it right. Ich habe vorher extra noch gedacht, du musst den Termin richtig sagen. Vielleicht wisst ihr den jetzt, ja? Und ich nicht. Also, 18.9. Ja. Gut, dass ich dich habe. Okay. Genau, und dann können wir ja weitergehen zu Gebetsanliegen, unser Fragezeichen Nummer 3. Ja, ganz klar. Wir wiederholen es, Tenzing Show. Dass viele Leute kommen, dass man Leute erreichen kann. Ich denke auch, dass das Wichtigste ist, dass wir richtig gute Zuschauer haben. Leute, falls ihr noch nichts zu tun habt, dann kommt auf jeden Fall. Weil ich denke, Wetter, wenn es gut ist, ist es gut, wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Letztes Jahr haben wir es auch geschafft, im Regen alles also zu machen. Also idealerweise natürlich schon gutes Wetter. Natürlich, dafür bitte ich auch. Ja. Aber einfach, dass unsere Gruppe sieht, ey, wir haben so was Cooles geschafft in der letzten Zeit. Und ey, das ist so schön geworden. Und wir haben dieses Jahr ja voll das andere Konzept. Es wird ein Video gezeigt von 30, 40 Minuten und es wird ein Live-Konzert geben. Also es ist sowas von was anderes. Ja, richtig cool. Ja, genau. Ja. Dann hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid schon ganz bereit darauf, nächste Woche wieder einzuschalten. Ja, dann sind wir schon wieder durch. Wenn es nämlich heißt, Karten auf den Tisch. Ach ja, stimmt. Mit einem Gast. Nächste Woche wird es ganz, ganz spannend. Es geht so ein bisschen wieder um uns, aber mit einem kleinen Twist. Also nicht komplett um uns und auch um euch theoretisch, weil das betrifft euch auch. Jetzt wünschen wir euch nach einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, was auch immer. Und? Grüß Gott, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Grüß Gott.